Gut, Rita. Wollen wir los? Hast du schon was ausgesucht? Nee, ich bin gerade noch überlegen. Ich brauche ja 180.000 für die Garage. Ach, du brauchst immer so viel Geld. Ja, ich brauche immer so viel Geld. Und ich wollte jetzt mal gucken, ob wir erstmal zum Anfang wieder was Kleines zum Reinkommen. Ja, und ich sehe auch gerade, die Leute haben auch keinen Game Sound. Nein. Ja, dann warte ich noch kurz. Ich guck schon mal nach was Kleinerem. So, jetzt. Ja, guck du, such dir was aus. Nach was Kleinerem, toll. Wir sind bei 400. Aber das gibt auch nicht richtig Kohle hier, ne? 469 Meilen. So, ich muss aber ganz kurz nochmal nachlesen. Steve hat eben noch was geschrieben. Atmet die Stuff. Ordnung bringen, Kampagne außersehen beleuchtet. Ah! Shitte. Na, das ist natürlich ärgerlich. Ich würde halt gerne mal die ganzen Orte anfahren, die ich noch nicht hab, ne? Kann ich das auch irgendwie auswählen? Zielort. Da schau einer, guck. Echt? Kann man das nach Zielort auswählen? Mhm. Ist ja cool. Wie? Wir waren noch nicht in Huron. Wir sind nur vorbeigefahren. Hier ist jetzt schon wieder los. Elko. Kingman. Waren wir schon in Kingman? Achso, einfach mal raufklicken, dann sehe ich das ja. Oh ja, da waren wir schon. Oakland waren wir. Oxnard waren wir auf jeden Fall. Phoenix waren wir auch. Reading waren wir auch. Das ist ja ätzend, ey. Ich krieg nix rein, wo ich noch nicht war. San Francisco waren wir. In Stockton waren wir. Ja, waren wir noch nicht. Vielleicht, das war nur eine sehr kurze Fahrt, aber... Vielleicht hast du dich vertan, Stevo. Vielleicht wolltest du es mir schicken oder hast es mir geschickt. Aber Sam geschrieben. Ja, schön, dass ich helfen konnte. Das läuft ja wieder bei euch da. Alles gut, kann passieren. So, kurze Fahrt. Gar nicht weit. Ach, hast du schon was? Ja. Vayamos. Ansehen und gleich einen Job annehmen. Okay. Ach, da kann ich raus, okay. Hora de conducir. Der Tag wird auch nicht besser, ja, er ist ja fast vorbei. So, gucken. Wie mein LKW so aussieht. Oh, alles heil. Lino, kein Licht an? Jetzt. Oh, du bist näher dran als ich. Ich musste Schnellreise machen. Ach so. Weil ich war gar nicht hier. Naja, die Rita hat genug Knifte. Ich habe jetzt gerade auch nur 200.000. Ich bin einfach mal voll auf die Straße gedüst, ey. Weil ich die Bremse nicht gefunden habe. Passiert öfters mal. Wer bremst, verliert. Josie, was meinst du? Kann ein Tick leiser, ne? Der LKW quietscht. Hätte ich fast einen Stream ausgemacht, ich Ochse. Bodenlos. Oh, grün. Müsste jetzt besser sein. Wenn nicht, sag Bescheid.
muss da links. Ich guck nachher mal. Wo steht denn der Auflieger irgendwo da? Um die Ecke. Ihr Lieben, wenn das euch zu laut, zu leise ist, sagt bitte Bescheid. Also irgendwie quietscht mein LKW ganz merkwürdig. Okay. Bei mir ist alles gut. Es dröhnt. Der Motor, so wie sich dem gehört. Und jetzt piept sich auch wieder. Problemas. Beim Rückwärtsfahren. Ah. Ja, das wird sein. Josie sagt, du hast dein LKW nicht bezahlt. Steh ich dir im Weg? Alles gut, ich wollte nur Hallo sagen. Aber ja, ich muss denselben. Ja, ich kann mal, ich fahre raus. Passiert ja hier. Oh nein, das ist so ein. Oh nein, das ist so ein Doppelter. Nö. Doch, der Doppel ist so lang. Lang vielleicht, ja, aber es ist. Du packst das, okay. Miriam, du packst das. Schön die Nase putzen, ja. Oh Gott, zu spät auf die Bremse. Ich bin heute noch nicht so drin. Bist du nicht drin, oder was? Nee. Sowas. Disfruta del viaje. Gut. Let's go. Gut, ich werde schon mal langsam rausmanövrieren hier. Ja, probier's. Ah, jetzt kommen so viele PKWs. Jetzt kann ich aber. Da ist nur eine ganz kurze Fahrt. Oh. Okay, geschafft. So komisch immer, der macht so nie. Das könnten deine hydraulischen Geschichten sein. Der ist nicht kaputt. Ich habe nichts geändert in den Einstellungen. Ich glaub dir, aber das, also quietschen und so, das sind ja auch manchmal die Bremsen oder irgendwelche Hydraulikteile oder so. Ja, war ja recht. Das macht immer so, nee. Ganz ja. Merkwürdig. Ja, schon wieder. Nee. Nee. Ja, wie gesagt. Nicht bezahlt, die Scheiße, ne? Der hat Schnupfen. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúe a la derecha. Y vuelva a girar a la derecha. Ach, gira boah. A la derecha. Gibt's was zu erzählen? Nö, nicht viel eigentlich. Nicht viel? Nö, bei dir? Vaya recto. Lob nicht. Nur Negatives, glaube ich. Oh. Also, continúe wenn a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Ja, Jesus Maria! Und Josef, der dämliche Sack. Musst du tanken? Oh, ich könnte. Aber ich kann auch erstmal fahren. Wir fahren ja nicht weit. Ja, nee, ich weiß gar nicht, ob ich dem schon erzählt habe. Meine Mom und ich haben ja dasselbe gehabt. Ja. Eine OP an der Aorta wegen Aneurysma und ja. Herzklappe. Meine Mutter hat eine künstliche und ich habe meine wurde mit Eigenhaut noch repariert. Mhm. Und jetzt sind wir ja jährlich zum TÜV. Ja.
und müssen gucken, ist bei der Orte alles in Ordnung, MRT, Blutabnahme, Ultraschall. Ja, bei dir war ja alles gut. Genau, ja, bei meiner Mutter wohl nicht. Oh nein. Die Aorta ist wohl an der Stelle, wenn ich das jetzt richtig, ist so Bauchaorta, 51 Millimeter, also 5,1 Zentimeter. Ja. Ja, und im Groben das sagt man zu so. Ist zu dünn oder wie? Nee, ist zu dick. Ach, zu dick? Man sagt wohl so, ab 5 Zentimeter spricht man eigentlich über eine OP. Okay. Ja, jetzt hat sie natürlich ein bisschen Schiss. Ja. Verständlicherweise. Jetzt müssen wir ein CT machen lassen. Und dann muss ich das ein Gefäßchirurg angucken. Mm. Gottes Willen. Alles okay? Ja, nee, ich hab nicht gesehen, wie die Ausfahrt hier funktioniert. Ich oh, okay. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Naja, und dann erfahren wir halt, ob sie vielleicht nochmal unter das Messer muss. Okay, okay. Ja, krass. Und wird die dann dünner gemacht oder wie? Das oder ist wird eine gute das Frage. Stück das entfernt? Keine Ahnung, ich kenne mich damit gar nicht also aus. Damals, bei mir war es ja der Aortenbogen, der wurde bei mir richtig entfernt und durch eine Prothese ersetzt. Ja. Und das war bei meiner Mutter, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob es direkt der Bogen war, aber es war auch in Herznähe. Wurde, glaube ich, auch ersetzt. Und dann hat sie halt noch die künstliche Herzklappe gekriegt. Okay. Und wie das jetzt bei der Bauchaorta ist, weiß ich nicht. Oder ob sie sowas wie einen Stand setzen oder so. Keine Ahnung. Mhm. Nur vom Ding her, wenn man jetzt weiß, wie schlimm die OP eigentlich ist, so am offenen Herzen und so. Mhm. Wenn das dann überhaupt dazu kommt, weil es die Bauchaorta ist, aber boah, ist das schon übel, ne? Also, mhm. Also bei mir gab es ja damals auch so einige Komplikationen. Oje. Ich glaube, die hatten mir erzählt, dass ich auch nicht wiederkommen wollte, also die haben es recht lange gebraucht, mich zu reanimieren, nachdem sie fertig waren mit der OP. Ja. Ja, es ist halt kein, wir richten dir mal eben das Schienbein oder so, ne? Das ist, ja, macht einem schon einen Kopf. Ja, klar. Muss man sagen. Und ist das eine vererbte Sache bei euch? Ja. Oder? Ja. Okay, krass. Wir haben im Endeffekt eine Genkrankheit. Ich weiß nicht, hast du schon mal was vom Marfan-Syndrom gehört? Nee. Marfan-Syndrom ist im Endeffekt eine Genkrankheit für Bindegewebe. Also du hast eine Bindegewebsschwäche. Okay. Das heißt, dein Bindegewebe reißt schneller und so. Aber ja, wir haben halt nicht das Marfan-Syndrom genau, sondern eine Abart davon irgendwie. Defektes ACTA-2-Gen oder so. Weil beim Marfan-Syndrom ist es meist so, dass du spezielle Anzeichen dafür hast, die man auch testen lassen kann, die bei uns alle negativ waren. Und einige Sachen siehst du halt auch sofort. Also die meisten, die Marfan-Syndrom haben, sind übermäßig groß, haben so Spinnenfinger, nennt sich das, also längere Finger als normal und so ein Kram. Das haben wir halt alles nicht. Ja, warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich hin muss. Muss ich ach, da? Du bist schon da. Ich sehe es gerade. Ich habe hier deinen Stream neben mir noch im ja, Handy die Sache laufen. Ist, ich weiß halt nicht. Ich muss wahrscheinlich auch da. Ja, da. Ja, danke, ich kann das Josie. Manchmal nicht. Oh, ein och, Bot. Danke fürs Sperren, Tammy. Das regnet. Ich brauche noch einen Moment. Ich muss noch mal auf die Wiege, sagt er. Oh, ich durfte umfahren. Aber ist ja auch komisch, ne? Die Dings darf ich umfahren, aber zur Inspektion muss ich trotzdem. Hätten sie mich auch zur Wiege schicken können. Landwirtschaftliche zur Wiege Inspektion. Vor allem. Was zur Wiege? Das heißt so Wiegestation.
Ja, aber zur nichts, aber ich habe gesagt zur Wiege schicken so. Können, anstatt zur Waage. Ich habe aber, glaube ich, auch zur Wiege gesagt. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Das staut sich hier gerade so ein bisschen. So, jetzt habe ich natürlich... Muss ich morgen noch mal gucken wegen meinen Alerts. Recomputando. Weil das habe ich jetzt nicht gehört. Also ich selber habe das nicht gehört. Ja, weil dein Sound im Arsch war. Dann musst du den neu einstellen. Das habe ich bei meinen Alerts auch immer. Ich muss dann immer einmal den Monitoring-Dings einmal wechseln. Also das Monitoring-Gerät. Einmal. Im Stream hat man... Okay. Also Tammy geschreckt gehabt, im Stream hat man das Bing gehört. Kam auch die Text-to-Speech, Tammy? Das habe ich ja eingestellt. Moin, Schleicher. Hallo, Schleicher. Nee, nur das Geräusch. Okay, alles klar. Da muss ich, muss ich später oder morgen nochmal gucken. Dankeschön. Oha, du bist ja richtiger Suchti. Ihm fehlen noch knapp 3 Stunden bis zu 5.000 Stunden im Game. ATS. Oha. Du solltest dir mal ein Hobby suchen. Mal rausgehen. Dir die Welt angucken. Steve, das Text-to-Speech habe ich, hab ich halt eingestellt für Follower und Raids. Dass das dann... Nur, dass dann der Name genannt wird von dem, von der Person, die gefollowt hat oder geradet hat. Da kann keiner was zu schreiben. Aber das Problem hatte ich am Anfang auch schon, als ich das noch über Desktop-Audio laufen ließ, die Alerts selber nicht gehört. Und dann habe ich irgendwas umgestellt, ich weiß nicht mehr was. Dauert mir zu dann lange. Dann habe ich sie gehört. Aber dadurch, dass ich ja jetzt kein Desktop-Audio mehr habe, höre ich die Alerts wieder nicht. Das ist irgendwie gerade kacke. Da muss ich mich morgen mal nochmal mit beschäftigen. Boah, hier war ich ein bisschen Verstopfung. Alles gut. Peachy nervt. Das habe ich aber auch. Ja, genau. Sag ja niau. Das ist irgendeine Hydraulik, glaube ich. Kann auch der Sitz sein, ich weiß es nicht. Aber es nervt. Oh Gott. Oh, wir sind schon da. Ja. Was heißt schon, ne? Du bist schon lange da, glaube ich. Nee, ich fahre jetzt gerade erst rein. Oder auch nicht. Ich hänge fest. Pass auf, ich muss nochmal rücksetzen. Ja, ich bin noch bin ich nicht da. En la rotonda coja la primera salida. Fahr gerade erst in den Kreisverkehr. Bin ich jetzt drinne? Ja, salga ahora. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Ah, da.
mehrspuriger Kreisverkehr ein Albtraum. Kann den Trailer auch aussuchen. Wie meinst du aussuchen? Ja, das hat er uns schon mal erklärt. Ich habe das bis heute nicht gefunden, aber... Echt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Doch, doch. Das ist oben... Beim Annehmen. Achso. Ja, ich habe das bis heute nicht gefunden. Da ist rechts ein kleines Zahnrad neben den Trailern. Ich guck gleich mal. So, wie wäre das jetzt mal mit grün auch für die Abbieger? Hm? Geh doch. Man muss nur mal pöbeln. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Links abbiegen. Gira a la derecha. Bitumen. Hallöle Marie. So, es ist dunkel. Ich mache, glaube ich, die leichte Version heute. Ja, wenn ich dir im Weg stehe, sag bitte Bescheid. Stehst im Weg. Ah nee, bitte Bescheid. Oh nein, ich hänge. Ja, hatte ich auch. So, da wären wir wieder. Sehr schön. Piepst du oder piepste ich? Ich. Ich war noch im Rückwärtsgang drin rein. Ach, so, das gab jetzt nicht viel Geld und wir können uns auch immer noch keine neue Garage kaufen. Aber wie gesagt, mein Ziel heute ist so ein bisschen ein paar Orte anzufahren, die ich noch nicht habe. Mhm. Damit wir die Karte vielleicht voll kriegen und vielleicht noch eine neue kaufen. Ja, nice. Bis dann irgendwann Star Trucker rauskommt. Und oh ja. Wir das gar nicht mehr spielen hier. Da freue ich mich schon drauf. Ja, in ETS wolltest du auch mal reinschauen, ne? Ja, wollte ich auch noch.